Hallo, ihr süßen Puppis, ich bin's, eure Jurassica Parker, live aus Frankfurt am Main, denn ich war gerade die ganze Woche auf einer Messe unterwegs, hab da gearbeitet. I work hard for the money. Aber wie dem auch sei, darum geht's jetzt gerade gar nicht. Wie jedes Jahr berichte ich für euch live und exklusiv über die neuen Kandidaten des Dschungelcamps live für siegessäule.de. Und ich bin heute für euch nackt, habe ich noch gar nicht gesagt. Ich bin heute, guck mal, ich bin heute für euch komplett nackt. Ist das geil. Ich müsste eigentlich von hier filmen. Oh ja. Ich muss auch ein bisschen abnehmen. So, diesmal hat RTL so ein bisschen das Format umgekrempelt. Ja, die dürfen vorher nicht mehr ins Versace Hotel, damit sie nicht absprechen können, dass sie nicht übereinander lästern und so, sondern müssen alle vorher getrennt aufbewahrt werden. Als allererstes haben wir mit dabei Rolf Zacher. Ich dachte erst, Rolf Zacher, das ist der, der dieses Lied in der Weihnachtsbäckerei gemacht hat. Der heißt aber Rolf Zukowski, glaube ich. Rolf Zacher ist auch nicht der Koch mit dem Ziegenbein. Der ehemalige Heroinabhängige. Nein, Rolf Zacher ist so ein Schauspieler. Was macht der eigentlich? Ich glaube, der spielt immer so diese ganz schmierigen Typen, so mit zurückgegelten Haaren, so diese halbkriminellen Drogendealer spielt er immer gerne. Wird der neue Ersatz werden für Walter Freiwald? Oder wer war noch scheiße? Wer war noch eklig? Wenn wir jemanden nackt sehen werden im Dschungelcamp, dann wird das Rolf Zacher sein. Der wird sich wahrscheinlich bücken. Der wird dann beim Bücken, geht dieser labbrige Arsch auseinander und dann sieht man nur diesen hängenden, ich zeige euch das mal, dieser Arsch, der geht so, ja, und dann ist hier unten so ein kleines Fitzelchen, da kann man so bub dran machen, ja, und das wappelt dann so. Ich habe gerade im Internet gefunden, Rolf Zacher ist bekannt aus der Serie Rote Rosen im ZDF. Ich bin natürlich wahnsinnig großer Fan von Rote Rosen. Nathalie Volk. GNTM, ich guck mal im Internet. GNTM-Zicke Nathalie Volk steht hier, hat sich ein Feldbett im australischen RTL-Dschungel reserviert. Nathalie Volk sorgte in Staffel 9 von GNTM mit ihrem verbissenen Ehrgeiz für Aufsehen. Die nächste ist Sophia Wollersheim. Wer Sophia Wollersheim nicht kennt, ist gar nicht so schlimm. Ich kenne die natürlich, weil ich wahnsinnig gerne RTL 2 gucke. Sophia Wollersheim ist so eine ganz, ganz dickbrüstige Vollnutte. RTL liebt primäre und sekundäre Geschlechtsteile. Hier. Das ist sie. Sophia Wollersheim, halt so eine absolute Prollnutte. Die hat, glaube ich, Körbchengröße H, Doppel J, whatever. Und die ist auf jeden Fall dafür da, ihre Titten zu zeigen, weil das liebt RTL. RTL liebt aufgepumpte, unnatürliche Titten. Die ist verantwortlich für dicke, fette Titten. Und das liebt RTL. RTL liebt fette Titten. Sophia Wollersheim ist verheiratet mit dem Bordellbetreiber Bert Wollersheim. Das ist dieser Typ, den kennt ihr bestimmt aus dem Unterschichtenfernsehen. Der hat eigentlich so eine Multicolor-Frisur wie ich, ja? Also unten dunkel, oben hell und dann hier so geglättete Strähnen vorne und hinten so lang, in der Nackenfurze lang. David Ortega Arenas. Diesen Namen habe ich noch niemals in meinem ganzen Leben gehört. Ich lese kurz vor, was hier steht in der Bio. David Ortega Arenas ist Model natürlich und spielte bis Ende 2014 in der RTL 2 Soap Köln 50667 mit. Natürlich ist mit dabei Brigitte Nielsen, Dschungelcamp-Gewinnerin von, ich glaube, wir hätten letztes Jahr eigentlich gewonnen. Irgendjemand Unwichtiges und davor hat Brigitte Nielsen gewonnen. Brigitte Nielsen, ich liebe Brigitte Nielsen. Sie ist eine ganz, ganz tolle Künstlerin. Ihre großen Zeiten sind lange vorbei. Ich finde, der letzte Karriereknick war ihr Rückfall im Park. Und die war im Sommer, war sie im Sommerdschungelcamp mit dabei. Und da hat sie sich bewährt. Da hat sie sich bewährt und wollte unbedingt nochmal ins Dschungelcamp einziehen. Und RTL hat gesagt, okay, die macht eh alles für kein Geld. Dann nehmen wir die einfach nochmal mit. Und die hat halt dafür, dass sie halt 80 ist, hat sie halt auch noch ansehnliche Titten. Kann vielleicht mit Sophia Wollersheim zusammen heißen Lesbensex machen. Warten wir drauf. Als nächstes haben wir Menderes
Menderes Bakci. Der versierte RTL-Gucker weiß, wer Menderes ist. Ja, das ist dieses komplett talentlose Vollopfer von DSDS. Der bewirbt sich ja, glaube ich, seit 10 Staffeln. Bewirbt er sich bei DSDS mit immer verschiedenen Frisuren. Mit immer verschiedenen Frisuren und schafft es immer nur in ersten Recall oder so. Jetzt hat er es endlich ins Dschungelcamp geschafft. Freue ich mich total. Und mittlerweile sieht er eigentlich auch relativ gut aus für seine Verhältnisse. Guckt mal hier, dass der Menderes. Im Pressetext steht, Menderes Bakci wird nach seinem erstaunlichen Erfolg durch zahlreiche gescheiterte DSDS-Castings am Dschungelcamp teilnehmen. Man kann heutzutage sogar erfolgreich sein durch Scheitern. Finde ich toll. Ich verstehe gar nicht, wieso ich mir eigentlich so viel Mühe mache mit meinem Job. Dann ist jemand mit dabei, von dem habe ich noch nie gehört, aber ich habe auch keine Ahnung von Fußball. Der heißt Thorsten Legert, ist anscheinend Ex-Fußballprofi und spielte für verschiedene Vereine, unter anderem Werder Bremen, Schalke 04 und den VfB Stuttgart. Wow. Ach, ey. Als nächstes haben wir Ricky Harris. Kennt jemand noch Ricky Harris? Das ist dieser dunkelhäutige, wie sagt man heutzutage, Pock. Ein Pockmann. Der Pockmann hat früher, ich glaube in Sat 1, man sagt in Sat 1, da hat er früher eine Talkshow moderiert, das war noch in den 90ern. Er wurde dadurch berühmt, dass halt weder seine Gäste noch die Aufnahmeleiter noch das Publikum ihn verstanden haben, was er sagt. Er hat die Talkshow moderiert, die hieß Ricky. Der ehemalige Talkshow-Moderator Ricky Harris zieht ebenfalls in den australischen Dschungel, bla bla bla. Von 99 bis 2000, also ein Jahr lang, moderierte er Ricky Harris auf Sat 1. Seine eigene Talkshow. Ein Jahr, also große Karriere. Kommen wir zum nächsten alten, ekligen. Gunter Gabriel ist ja so ein ekelhafter, also so wirklich widerlicher, ekelhafter Sänger. Der hat, glaube ich, was hat er gesungen früher? Hey, Boss, ich brauch mehr Geld. Ja, der hat immer so auf Country gemacht, so deutscher Country, so für einen kleinen Mann, ja, so für halt die Mittelschicht. Heute Pegida, sagt man heute dazu. Und Gunter Gabriel, ich bin mir ganz, ganz sicher, das ist so einer, der gerne auch mal grapscht. Das ist so ein Übergriffiger. Ich glaube, gerade Sophia Wollersheim wird mit ihm wahnsinnig viel Spaß haben. Und dann natürlich Jenny Elvers. Ja, letztes Jahr 2015, ja, da hat sie ja Promi Big Brother gewonnen auf Sat 1. Und natürlich, also nach ihrer Alkoholsucht, ja, und erfolgreicher Therapie und dann Promi Big Brother und jetzt 2016 Dschungel. Freue ich mich total. Also Jenny Elvers ist ja auch eine der fragwürdigsten und rätselhaftesten und langweiligsten Szenesternchen, die deutsche Medienlandschaft so zu bieten hat. Neben Maren Gilzer, aber die war ja schon drin. Was haben wir im Pressetext? Gewann 2013 bereits Promi Big Brother. Hey. Nun versucht sie es in der 10. Staffel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Mehr News zu Jenny Elvers steht hier noch. Da kann ich mal auf den Link klicken. Jenny Elvers ist eine deutsche Schauspielerin, welche durch den Film Männerpension bekannt wurde. Das ist dieser Film mit Til Schweiger, das ist der gerne besoffen über sich selbst postet, ihr wisst schon. Sie wurde am 11. Mai 72 in Amelinghausen in der Lüneburger Heide geboren. Es ist ein Film geplant, in dem Elvers die Rolle der Leni Riefenstahl spielen soll. Seit 2012 machte sie mehr Schlagzeilen durch ihre Alkoholsucht. Ja, schade. Helena Fürst ist auch mit dabei. Ich hatte anfangs keine Ahnung, wer das ist. Ich habe da meine Unterschichtenfreunde gefragt und die sagten, ey Mann, Helena Fürst kennst du nicht, Mann. Ey Mann, das ist die Anwältin der Armen. Auf RTL, ein RTL-Format. Sie hilft dort armen, armen Menschen, die einfach durchs Raster gefallen sind, ja. Und die in dieser Gesellschaft keinen Platz mehr finden, die völlig überschuldet sind und sich trotzdem noch ihr Flachbild-TV kaufen wollen. Ja, da kommt dann die Helena Fürst und kämpft. Ist eine Kämpfernatur. Sieht auch relativ buchhalterisch aus. Ich zeige sie euch mal. Guck mal hier. Ist so eine süße Maus.
Das ist so eine, die kauft auch gerne bei Bonprix ein oder bei Adler. Ja? Das ist halt so eine Patente. Die wird mega langweilig werden. Mega langweilig, aber sie wird sich wahrscheinlich fantastisch mit Jenny Elvers verstehen. Dann haben wir Jürgen Milzki. Jürgen Milzki, wer kennt ihn nicht? Jürgen Milzki war in der allerersten Staffel im Jahre 2000 bei Big Brother mit dabei. Hat er auch gewonnen? Ich glaube, der hat auch gewonnen. Das war die Zeit, wo auch Zlatko da in dieser Staffel war. Die haben auch zusammen irgendwie so einen Song gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Jürgen Milzki hat dann eine fragwürdige Karriere auf 9 Live hinter sich. 9 Live, das ist dieser Betrugssender gewesen, der irgendwann eingestellt wurde. Ich rufe an und bezahle ganz viel Geld, damit ich mit euch Rätsel lösen kann, die nicht lösbar sind. Und jetzt moderiert er, glaube ich, auf Sport 1 oder irgendwie sowas. Er moderiert immer noch so Mitmachspiele. Und ich glaube, er hat auch eine Karriere auf Malle. Der macht so Partymusik auch. So wie hier diese komische Möhre. Wie heißt die nochmal? So, ihr süßen Mäuse, das war's schon. Reicht eigentlich auch. Ich muss wirklich sagen, ich bin halbwegs gespannt auf diese kommende Staffel. Ich hoffe, ihr liest alle fleißig die Siegessäule und meine Kolumne. Und wer live kommentiertes Dschungelgucken erleben möchte, kommt ins Rauschgold vom 15. bis 30. Januar im Rauschgold. Ihr süßen Mäuse, gehabt euch wohl und wir sehen uns bald wieder. Wo? Na, im Internet. Bis dann. Bye. Nackt, 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 nackt. Süß. Beruf, Beruf, Beruf. Süß.